Aua, aua. Du verdammtes Vieh. Was geht denn hier ab? Okay, müssen wir zu der Reihe. So. Cool, cool. Verrücktes Vieh, was geht ab? Oh, ich bleib doch stehen. Warum? Oh Mann. Ich hoffe, dass es erstmal. Weil ich glaube, wir müssen ihn danach noch einmal töten, damit wir die Rüstung voll haben. Weil ich hoffe, dass wir den dann so schnell nicht wiedersehen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Dass wir uns dann endlich mal eine neue Waffe widmen können. Eventuell sogar mal gucken, was wir brauchen, dann um diese Waffe hier aufzurüsten. So schlecht finde ich die gar nicht. Laden wir mal auf. Wenn wir dann eine Attacke durchkriegen, leider nicht, weil er dann so viel drauf liegt. Okay. Ich glaube, er wechselt. Müssen wir da aufpassen, in welche Richtung er geht. Wir können dann mal locker wieder ein Kraut schlucken. Da oben rum geht er. Alles klar, hinterher wie immer. Dü-dü-dü-dü-dü. Ja, ja, ja. Was willst du denn, mein Großer? Er geht ja nicht auf uns. Ich find's ganz gut, dass man mit diesem Kreis hiebt, dass man noch so eine gewisse Distanz überbrücken kann. Und dann dadurch dann dieser Schlag von oben sich beschleunigt auch. Das finde ich ganz geil. Muss ich sagen. So. Okay, was machst du denn da mit uns? Oder oh, eine Bombe? Gibt's ja gar nicht. Bin ich ja gar kein Fan von. Du Sau. Ich glaub, du machst einen anderen Angriff. Ja, was ist denn los hier? Die Katzen nerven mich auch ein bisschen. Oh, ich hab gehofft, ich kann runter durchsteuern. Ey, ey, ey. Brauchen wir doch tatsächlich mal einen Megadrank. Irgendwie, wenn wir hier mal rauskommen. Megadrank direkt erstmal rein, egal wie, egal ob er uns den ergrifft. Der heilt nämlich ja mehr als den Schaden. Oh, geil, Chacha hat's drauf. Macht uns einfach mal rechts mäßig voll. So. Eieiei. Ja, was gibt's eigentlich noch so zu erzählen? Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, einfach hier bei der Sache zu bleiben, was das Sprechen angeht, weil das halt jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal der Gegner ist. Ja, die neue Anime-Season fängt bald an. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf, ehrlich gesagt. Da in der Season jetzt nicht so viel dabei war, was mich wirklich interessiert hat. Wenn man mal von Attack on Titan absieht. Weiß ja nicht, ob ihr euch da auch ein bisschen für interessiert. Und halt diese ganzen Second-Season-Dinge von Oraimo und Co. Aber sonst war da jetzt neuer, hervorragendes nichts wirklich dabei, wie ich finde. Hoffen wir, dass seine neue Staffel-Season etwas Neues dabei ist. Was mal wieder hervorsticht. Ich weiß ja nicht, wenn ihr euch damit schon ein bisschen beschäftigt habt, eventuell gerne einen Tipp in die Comments posten. Ich muss allerdings sagen, dass ich Mangas zum Beispiel überhaupt nicht lese. Ich bin wirklich nur, wenn dann am Animes gucken. Davon aber dann auch relativ viel.
Ja, so, dann gehen wir jetzt mal. Ich glaube, der müsste eigentlich nicht mehr so viel aushalten. Ich denke mal noch so 5 Minuten draufprügeln. In etwa. Könnte ich auch gleich mal noch eine Fallgrube setzen, damit es ein bisschen schneller geht. So. Rettet mich, rettet mich. Ja, ich bin aktuell ja auch noch ein bisschen am überlegen, was ich als nächstes noch spielen könnte. Ich habe ja jetzt Remember Me innerhalb von kürzester Zeit durchgespielt, leider. Jetzt muss ich mir wieder ein neues Spiel suchen. Wenn ich auch noch nicht so wirklich weiß, was es werden wird. So für die Wii U kam ja jetzt neben Resident Evil auch mal gar nichts Interessantes mehr raus, finde ich. Das nächste, was dann kommt, ist ja dann Pikmin. Das wird auf jeden Fall auch richtig gut. Da freue ich mich schon drauf. Ja, der erste Teil vor allem auch schon Spaß gemacht. Eventuell werde ich den sogar vorher noch mal rausgraben. Wir haben den hier auf jeden Fall irgendwo noch im Schrank stehen. Könnte auf jeden Fall auch noch mal spaßig werden. Ja, aber ansonsten gab es ja jetzt auch diese Nintendo-Ankündigung, aber da war jetzt so nichts richtig Interessantes dabei für dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Gute Zelda HD Windwalker-Kram, wobei ich den Windwalker nie so wirklich gut fand, wenn ich ehrlich bin. Mir hat das Schiff hochfahren und alles nie so wirklich Spaß gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass das, glaube ich, so mit der einzige Zelda-Teil ist, den ich nicht zu Ende gespielt habe. Deswegen wird das vielleicht doch noch der HD Collection dann mal nachgeholt. Vielleicht ist mir ja dann doch irgendwie noch was wirklich Interessantes verloren gegangen. Ja, ansonsten halt Donkey Kong und halt diese ganzen 0815 Standard Nintendo Sachen, aber alle auch erst für nächstes Jahr. Was so ein bisschen geil ist, ist halt Super Smash Bros. Aber auch alles nächstes Jahr. Es ist super schade dafür, dass eigentlich ja versucht werden sollte, für eine Konsole rauskommen, relativ schnell Krache hervorzubringen, damit ja die Konsole sich ja auch verkauft, dementsprechend. Aber irgendwie weiß ich nicht, so exklusiv titelmäßig, was jetzt ein direkter Kaufgrund für die Konsole wäre, gab's nicht. Neben, wenn man ehrlich ist, Monster Hunter Ultimate Edition ist ja schön und gut, das macht Spaß ohne Ende, ja. Aber so wie ich das ja mitbekommen habe, ist es ja einfach nur im Großen und Ganzen ein Remake, ja, und das finde ich ein bisschen schade. Mensch, gut, für mich ist es jetzt nicht weiter tragisch, weil ich ja diese Grundversion nicht gespielt habe. Ich weiß ja noch genau, was da die Unterschiede sind. Wenn da jemand ein bisschen mehr noch weiß, kann er das gerne auch mal posten, falls ich mich da irre. Aber so groß sollen die Unterschiede ja nicht sein. Das dann als einziges Exklusivspiel für eine neue Konsole, finde ich happig, wenn ich ehrlich bin. Wie dem auch sei, konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen hier drauf. Er hat schon mal wieder den Bildschirm gewechselt. Wir haben gerade noch gesehen, dass er hier entlang ist. Humpeln tut er leider noch nicht. Seinen Schwanz hat er auch noch. Das ärgert mich ein bisschen. Aber okay. So, aufladen. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt sogar mal abgeschlagen. Leider noch nicht. Also wir haben uns auf jeden Fall mal ein bisschen auf den Schwanz fokussiert. Ist ja schon mal was, dass zumindest die Chance noch da war, abzuschlagen. Das war ganz gut, der Block, weil dann wäre mir wieder verschleimt worden. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf gehabt. Gucken wir jetzt mal, dass wir die Falle noch auslegen. Wenn sie uns hier mal lassen, die kleinen Scheiße.
So, sie sitzt, das ist perfekt. Jetzt kann er hier angerannt kommen. Oh, jetzt ist er aber immer noch da drinne, Kollege. Die Falle hätte ruhig auslösen dürfen eben. Ist klar, Mann. Dann komm doch mal her, mein Dicker, bitte. Ey, klein, nett. Ich brauch den Großen hier. Jetzt aber. Okay. Aufladen. Drauf da. Gutes. Vielleicht nochmal. Sieht doch gut aus. So schärf ist allerdings runter, sehe ich gerade. Mir vorher gar nicht aufgefallen. Nur gerade an dem. Oh, jetzt humpelt er auch schon. Also es ist wirklich kurz vorm Sterben. Sieht doch alles sehr gut aus. Waffenstärke ist erneuert. Wo rennt er hin? Darum. Okay. So. Komm, komm, komm. War nix. Ich kann einen Block brauchen eigentlich. Aua. Ich glaube, wir haben diesmal relativ viele Megatränke eingespart. Das wäre ganz geil. Da wir nicht mehr so viel Honig haben, wie ihr ja wisst. Und wir den Honig jetzt auch noch für die Nährstoffe und den ganzen Mist brauchen, wäre das ganz gut. Ach ja, reden Sie sich nur. Ach ja! Machst halt zweimal hintereinander deinen Scheiße. Den Affi. Okay, jetzt müssen wir noch ein bisschen aufpassen, sonst gehen wir noch drauf. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nur um noch ein paar Megatränke zu sparen. Okay, nehmen wir erstmal einen. Besser ist das. Hoffentlich kann man die Megatränke auch irgendwann beim NPC kaufen. So dass man sich nur noch um Maxi-Tränke kümmern muss. Das wäre ganz cool. Denke ich. Komm, drück mich nicht, das ist gut. Oh, wenn ich was vielleicht noch abkriegen. Oh, schade, dass er jetzt noch getroffen hat. Ich dachte eigentlich, dass wir den Schwanz treffen. Okay. Komm, komm. Hier, wir haben ihn noch abgekriegt. Perfekto. Das war gut, dass der noch abgegangen ist. Da freue ich mich. Zack. Hey. Müssen wir ihn nur noch irgendwie noch unnötig auseinander nehmen, entdecken. Zu uns. Gut, dass unser Block noch aufrechterhalten war. Ich habe ihn eigentlich schon aufgelöst gehabt. Das war ganz gut. Eins und zwei und abfeuern. Oder hat er gut einen noch einen Helm bekommen? Der kleine Chacha. Hat ihn nicht weiter gestört. Okay. Nur ein halber Schwanz hier macht mir hier immer noch der Ärger, oder was? Gibt's ja gar nicht. Ehrlich sagen. Einmal sehen wir doch nochmal. Ich habe mich wirklich keinen Bock hier zu sterben und dann irgendwie 2000 Gold zu verlieren. Oder Zenny oder was. So. 1, 2 und 3, komm.